Gott, ich liebe diese Cutscene. Wie er den Ertrunkenen einfach mal so... Ach komm. Das ist so großartig. Nehmen wir, was die Leiche hier zu bieten hat. Und natürlich vom Ertrunkenen das Zeug nehmen wir auch mit. Ich liebe die Abwasserkanäle von Vizima. Es ist gerade nachts, ihr seht gerade nicht ganz so viel. Aber das sind teilweise die schönsten Abwasserkanäle, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Weil das helle Licht von draußen reinscheint. Das Wasser reflektiert so ein bisschen das Licht und alles sieht so schön dreckig aus. Und ich zeig's euch mal später tagsüber. Das sind also schon recht schicke Abwasserkanäle, auch für die alte Game Engine. Oh, you're a Witcher. Indeed. White hair, vertical pupils, signs of mutation. Skip the medical exam. Forgive me, I meant no harm. I'm Siegfried, a knight of the Order of the Flaming Rose. I'm Geralt. I've heard much praise concerning the combat skills of witchers. If you don't mind, I have some work to do down here, and I'd like to get it done fast. A cockatrice, correct? That's why I'm here. Let's talk. Yes? Ah, Siegfried, der war mir am Anfang schon so sympathisch, damals, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, und das ändert sich auch hier nicht. Wenn man den hier das erste Mal trifft, das ist so ein richtiger Kumpel. Weil er so sympathisch und aufrichtig wirkt. Im Gegensatz zu den Leuten, die wir bisher getroffen haben, zumindest. What do you know about cockatrices? Cockatrices, also known as scoffins, are a kind of ornithosaur. They're twice the size of a large bird. The link between reptiles and birds. They resemble roosters, hence their common name. Go on. The cockatrice is frequently mistaken for a basilisk, but they're two separate species. Contrary to common belief, the cockatrice's gaze does not turn people to stone, but one should beware of its beak. The monster's beak is apt to tear its opponent's vital organs out with surgical precision. Often, the victim is slain immediately, especially when taken from behind. So how would you say the beast can be killed? You'll need to excel at swordsmanship. Without a silver sword, it'll be more difficult. A cockatrice likes to sneak up from behind and attack. Anything useful to be taken from the carcass? Its eyes are quite a versatile component, and precious. Its tail feathers are even more valuable. Impressive knowledge. I confess my knowledge of monsters ends with the cockatrice. My late father, Ike of Danel, may he rest in peace, left me an engraving of the beast. There were many more engravings, but they were lost inside a manticore's stomach. Only the cockatrice's image survived. My sympathies. Did you hunt the manticore too? No, I wasn't at home at the time. When I returned, I discovered my father, despite his infirmity, had decided to fight the manticore. He asked to be tied to a horse, and with a prayer, he charged the beast. As you can surmise, he met a tragic end. When I reached the site of their struggle, the monster was in horrible pain, seconds from dying. When it could not dislodge my father from his armor, it nearly swallowed the old man whole. Later, they would say the sacred fire in Ike's soul burnt the monster's heart. A heroic death. May he rest in peace. Think you can kill the cockatrice? The sacred flame will guide me. What prompted you to enter the sewers after a beast? It threatens Vizima. The Order's been fighting beasts for a while, rather effectively, too. Wait, that's Witcher's work. You Witchers are relics and few in number. You're no competition. The Order demands no payment for protecting humans. I suppose fairies funded your armor and castles. I've no desire to argue. We're both here. There's no reason to await the other's turn, especially while there are drowners here, too. Let's join forces instead. I long to see your combat skills, and I assure you, my sword is at your disposal. Da habe ich damals auch gar nicht lange überlegt, das ist jetzt auch so ein Moment, in dem man das Weitergehen der Geschichte ein bisschen beeinflusst. Jemand, der so viel über Monster weiß, der uns vermutlich gerade einen Eintrag über das Monster gebracht hat und der so eine coole kleine Backstory hat und der so rational und resolut wirkt, da habe ich gar nicht lange überlegt und den werde ich auch diesmal wieder mitnehmen. Agreed. Let's go. You lead. Und ich höre es schon aufploppen. Zeit für unser Silberschwert, mal geschwungen zu werden. Guckt euch an, wie schnell die sterben, wenn ich treffe. Wenn ich treffe. Oh, ich habe den starken Kampfstil an. Das kann ja nicht funktionieren. Läuft schon besser. Ah, unser schönes Silberschwert. Das gucken wir uns gleich mal an, wenn Geralt aufhört zu tanzen.
Ah, so schön. Ich muss nur daran denken, dass ich es mit einem anderen Knopf aus dem Rücken, dass ich es mit einem anderen Knopf benutze. Denn Silber und Starschwert hatten jeweils anderen Knopf auf der Tastatur, damit Geralt es benutzt. Wenn man da den Stahlschwertknopf drückt und kein Stahlschwert da ist, ist das ein bisschen schlecht. Unbekanntes Kraut, okay, das können wir nicht holen. Aber hier hinten sind noch Fässer, die würde ich gerne erbeuten. Bei der Gelegenheit können wir noch ein paar Ertrunkene schlachten. Genau, Siegfried, machen wir sie fertig. Mit meinem neuen Schwert haben wir eh keine Chance. Hast du gut gemacht. Die Kombos sind auch anders fürs Silberschwert. Also, sie sehen komplett anders aus als beim Stahlschwert. Wenn man die später ausbaut, sowieso. Genau, Siegfried, noch ein bisschen Licht für die Zuschauer auf YouTube. Und zeig ihnen, wie schön die Abwasserkanäle hier sind. Aber jetzt stehst du gerade ordentlich im Weg. So, hier müsste ich, glaube ich, mit Art durchkommen. Und die ganzen Abwasserkanäle dabei auseinandernehmen. Aber hier werden wir später noch hingehen. Hier müssen wir jetzt nicht hingehen. Ich wollte nur ein bisschen Beute mitnehmen, was da noch lag. Komm mal, Lichtspender. Die Leute auf YouTube wollen was sehen. Was für einen Trank habe ich überhaupt mitbekommen? Irgendeinen Trank haben sie mir mitgegeben. Katzetrank. Und Schneesturm. Ach, der gute alte Schneesturmtrank. Den hätten wir natürlich bei dem Hund auch noch benutzen können. Hätte ich mir halt einen gebraut, aber es hat ja auch so gut geklappt. Ich liebe den Anfang vom zweiten Kapitel. Der ist so richtig stimmungsvoll. Du hast nicht nur diese Gefängnisszene mit dem Dicken, mit dem man sich kloppt und so, sondern man wird gleich reingeworfen, ein cooles neues Monster zu jagen. Trifft hier auch den sympathischen Siegfried, der ihm dickes Monsterwissen gibt. Wo ich auch nochmal gucke. Ja, tatsächlich, Gorgo haben wir jetzt in unseren Einträgen. Da seht ihr schon mal, wie das Vieh aussieht. Nisten in Höhlen, dunklen Kellern. Hohe Resistenz gegen Gifte. Sind schwer niederzuschlagen. Also mit Art ist da nicht so viel zu erreichen. Unbedingt. Empfindlich gegen Silber und Ornithosaurusöl. Ein Gorgo versucht, ihren Gegner zu überraschen, plötzlich zuzuschlagen und ihn mit ihrem Giftserum zu vergiften. Also ein Gegner, der vergiftet. Gorgonen schlüpfen aus Eiern, die von Hähnen gelegt werden, die mit anderen Hähnen verkehren. Okay, ein Ergebnis von Homo-Hähnen. Das Ei muss 40 Tage von einer Kröte ausgebrütet werden, die von der kleinen Bestie verschlungen wird, sobald sie schlüpft. Eine Gorgo hasst alles Lebendige so sehr, dass ihr Blick Lebende in Stein verwandelt. Nur ein kühner Abenteurer mit einem Spiegel kann dem tödlichen Blick zurückwerfen und die Gorgo besiegen. Ja, erinnert wirklich an Basilisken. Aber versteinert kann man hier nicht werden. Nicht soweit ich weiß. Virtue prevails. Sobald wir unsere Beute wieder kriegen, haben wir auch unser Stahlschwert wieder. Dann sind wir endlich ein vollständiger Hexer mit vollständigen Waffen. Und das rockt schon. Ist die Frage, wo das Vieh jetzt hier steckt? Es könnte in jeder Ecke lauern. Ah, hier irgendwo müsste das Vieh sein. Auf jeden Fall höre ich schon wieder Ertrunkene. Wie geht's, mein Freund? Oh, sind eine ganze Menge Ertrunkene. Das Silberschwert haben wir natürlich noch null gelevelt. Daher haben wir da nur die Standard-Kombos. Aber es ist auch nicht gerade schwach.
Ich hoffe, wir finden noch jemanden, wo wir das Zeug verkaufen können. Weil Ertrunkene sind so ziemlich jetzt die Standardgegner in dem Spiel. Da gibt es noch einen Ort in diesem Kapitel und im dritten Kapitel auch, wo die quasi beheimatet sind. Ich sehe eine Gorgo auf uns zukommen. Kämpft die gerade mit dem Ertrunkenen? Ja, sie hat den Ertrunkenen getötet. Siegfried, bist bereit? Let's go. Im Kreisen war das viermal. Oh, fuck, sie hat mich umgeworfen. Zum Glück ist Siegfried da, ey. Sonst könnte das Vieh wahrscheinlich einen Todesangriff machen. Das wäre nicht so geil. Ich guck mal, ob der starke Kampfstil sitzt. Ja, der sitzt. The cockatrice is dead. Now, where was the exit? I don't think I can go back the way I came. Come, I'll lead you to the exit. Take the cockatrice's head. Vincent pays well for trophies. Very well, though it reeks. Siegfried, du giftest so ein bisschen. Gorgonenkopf. Einmal eine Trophäe, für die wir ordentlich Geld bei Vincent kriegen, wer uns ja schon gesagt hat. Und Malka Zephira, ein Zephira, die das Königreich symbolisiert. Ist ein Questgegenstand, der noch sehr wichtig wird. Warum auch immer die Gorgo das Ding dabei hatte. Und hier sieht man so ein bisschen, was ich an den Suas so mag, an den Abwasserkanälen hier. Die Atmosphäre von draußen kommt, das Licht rein, das sieht tagsüber noch spektakulärer aus, das zeige ich euch denn. Aber das war das erste Mal, wo ich das Spiel gespielt habe und gedacht habe, für die alte Engine, ultra-atmosphärisch, sieht sehr, sehr, sehr genial aus. Make haste. Komm her schon. Immerhin giftest du nicht mehr so vor dich hin. Das sah lustig aus. Wie sieht denn das Gesicht von der Gorgo aus, was wir an unserem Gürtel haben? Das sieht man immer so schlecht. Aber ihr seht, sie hängen da unten. Aha, unser neues Silberschwert. Hui. Oh ja, das ist schick. Gefällt mir. Und dem Ursprung dieses Schwertes werden wir auch noch auf die Spur kommen. Denn wir wollen ja wissen, von wem das ist. That door leads out of the sewers. So, this is where we part. But... Quiet. I hear footsteps. Odd. Few would dare venture here. Flaming Rose! Meuchelmörder. Was machen die denn hier? Ah, Siegfried, du bist im Weg. Da ist mein Silberschwert jetzt nicht so optimal, aber ich glaube, die sind nicht besonders stark. Und anscheinend sind es Salamandra-Krieger. Oh, die haben Siegfried umgehauen. Ich hoffe, der ist nicht tot. Siegfried, steh mal wieder auf, bitte. Das kann nicht dein Ernst sein jetzt hier. Nee, Siegfried ist nicht tot. Ich dachte schon. Friends of yours? You could say so. The thugs with the salamander sign have been bothering me for a while. Who knew you'd be in the sewers? The captain of the guard, the loon from the jail, and the prisoners. I fought the cockatrice for my freedom. A limited number of suspects. You'll likely solve the mystery when you find the leader of those bandits. I have a friend in Vizima, a detective. See him for help. Where are you headed? I have things to attend to at my quarters. Then I'll venture out in search of beasts, as the world is still filled with them. You did well, Siegfried. Glad we met. I need to recover my things. Make sure you get everything. Jethro is known to have sticky fingers. Let's get out of here. Here's the key for the passage to town. A few days ago, I locked the door to keep the cockatrice in. Thanks. I'd rather not go back the way I came. We might meet again if ever you visit the sewers. At times I venture down here in search of monsters. Ah, your sacred mission of protecting humankind? Your sarcasm is unnecessary. We're on the same side, Witcher. You'll realize this one day. Farewell, and thanks. If you ever need me, I'll be at my quarters in Vizima.
War schön, dich kennengelernt zu haben, Siegfried. Fistek, eine starke Droge. Das ist so ein bisschen das Kokain der Witcher-Welt. Und wird hier noch ziemlich wichtig werden in dem Spiel. Und wir verziehen uns mal aus diesen tollen Abwasserkanälen. Aber wir werden hier nochmal runtergehen, ab und zu. Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und tagsüber muss ich euch die sowieso nochmal zeigen. Ich mag die Abwasserkanäle in diesem Spiel. Auch wenn ich im echten Leben da niemals runtergehen wollen würde. Vizima's Temple Quarter. Whores, murderers, and beggars. Salamandra's base must be near. Willkommen in Vizima. Wir werden uns jetzt noch unser Zeug holen, dann werde ich den Part erstmal beenden. Tempelbezirk von Vizima. Der Tempelbezirk von Vizima erinnert seltsamerweise an eine streitsüchtige, schmutzige Hure, die ihrem abstoßenden Äußeren und ihrer schwierigen Persönlichkeit zum Trotz irgendwie verlockend bleibt. Also das ist mal eine Metapher. Vielleicht ist es die Verlockung unkomplizierter, verbotener Zerstreuung. An jeder Ecke findet man Bettler, zwielichtige Gestalten, finsterblickende Arme, frustrierte Anderlinge und natürlich Damen, in Anführungszeichen. Wegen der Gefahr eines Seuchenausbruchs wurde der Tempelbezirk jüngst vom Rest der Welt abgeschirmt. Die wenigen Patrouillen der Stadtwache wagen sich nicht allzu weit in die dunklen Gassen, wo nächtlich brutale Gewaltverbrechen geschehen. Im Zentrum des Tempelbezirks von Vizima liegt St. Majorans Krankenhaus, der einzige Ort des Trosts für die Armen und die Pestopfer. Gleich neben dem Krankenhaus liegt das Hauptquartier des Ordens der Flammenrose, der das Verbrechen zu bekämpfen trachtet. Interesting. The private eye Siegfried mentioned could be helpful. Have to start somewhere. Ja, da werden wir das nächste Mal hingehen. Jetzt will ich erstmal nur mein Zeug wiederholen. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Vizima, es ist lange, dass ich hier gewesen bin. Aber wir werden sehr viel Zeit in dieser Stadt verbringen. Sehr viel Zeit. St. Libiota's Hospital for victims of the Catriona Plague. Only two stages after this. Old Vizima and Hell. Damn, I'm gloomy. No passage. I'm going inside. Disease patients inside. I'll not have you spreading the pestilence. Da will ich jetzt auch gar nicht rein. Das war nur, weil Geralt in seine Reichweite gelaufen ist. Ich wollte nur hier lang. Geralt so, Mann, ich bin so ein düsterer Geselle, wie es immer mal festgestellt hat. Und hier sind wieder viele unbekannte Pflanzen, die wir noch nicht ernten dürfen. Braver Junge. Und hier liegen verbrannte Pestopfer. Ja, wir werden uns noch mit all dem sehr viel beschäftigen, aber erstmal will ich mein Zeug wieder haben. Und die Kerker sind hier. Damit wir offiziell ein freier Mann sind. Vincent, sprech mich mal frei. You're free, but you still need to observe the quarantine. Meaning? Don't leave the temple quarter. You must be kidding. We keep a close eye on you, Witchers. Didn't I hear you say that everyone's equal? What is it, Witcher? Ja, wir kommen aus diesem einen Stadtbezirk nicht raus, aber der ist erstmal ziemlich groß. Beziehungsweise kommen wir nicht in die anderen Stadtbezirke rein. Also wir können die Stadt schon verlassen, aber müssen erstmal innerhalb dieses Bezirks bleiben. I can prove I killed the cockatrice. Impressive. That's 400 Orans reward. Well deserved. Damn! 400 Orans. Geil. Do you handle monsters too? I'd rather not waste my men on that. I pay anyone who kills a monster. Just bring proof. What pays best? Right now, my budget includes reward money for the cockatrice in the sewers, and for some bloodthirsty plant that kills people in the swamp. Ja, yep, Vincent ist jetzt im zweiten Kapitel quasi. Boah, ich erreiche schon mehr Level. Der Satz für den königlichen Negersmann, ihm müssen wir jetzt die Trophäen bringen. Und die erste Trophäe dieses Kapitels haben wir jetzt ihm schon gebracht, die war obligatorisch quasi. Your reputation precedes you. I heard you killed three monsters and brought in proof. True.
a special reward. This runic stone. Use it well. The city should offer more rewards soon. Wie geil ist das denn? Das Spiel registriert, dass ich bisher alle besonderen Monster getötet habe. Und ich krieg eine Belohnung dafür. Oh, das ist sehr cool. Das wusste ich noch gar nicht. Svarok Runenstein. Stärkt die Klinge vorübergehend mit Magie. Erhöht die Chance, den Gegner zu treffen und den zugefügten Schaden um 40%. Erhöht die Chance auf einen kritischen Schlag um 5%. Diese Runensteine sind für temporäre Kraftschübe, so wie die Schleifsteine. Also das sind keine, mit denen wir die Schwerter verbessern, sondern kurzzeitig für ein paar Stunden die Schwerter stärker machen. Boah, das ist geil. Danke. What is it, Witcher? Kann ich bestimmt gebrauchen. How's the Salamandra investigation going? Patience, Witcher. All will be explained tonight. Any way I can help? Stay clear of the warehouses and the slums. It's a sensitive case that doesn't require your sword. Just yet. The warehouses. You don't intend to go there alone. It's a secret operation. How do you expect me to go? With an assault team and full plate armor and a bugler? Relax. I'm no rookie. And I got a few things up my sleeve. No doubt. Meaning? No matter. Have a good time today. Enjoy your freedom. And maybe tomorrow I'll serve you Javid's balls on a platter. Also anscheinend gibt es hier auch eine Art Untersuchung der Stadtwache, die den Salamandra tatsächlich auf der Spur sind und nicht wie draußen, da wo die ganzen Bewohner des Umlands mit denen Geschäfte gemacht haben. Es wird auf jeden Fall noch interessant werden. See ya. So, jetzt hätte ich gerne mein Zeug wieder. Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen, was in einem Lagerhaus in den Elendsvierteln vorgeht. Ja, das machen wir noch viel später. You killed the cockatrice. On behalf of King Faltest, I grant you an official pardon. Finally, this absurdity is over. Take your belongings from the trunk before I sell them. And remember the reward on the cockatrice's head. Vincent gets very excited about trophies. Ah, I can finally relax. I'll inspect what we've confiscated here. Good quality gear. Wir sind frei und kriegen unser Zeug wieder. Mein Inventar ist wahrscheinlich so zugemüllt, dass ich erstmal mein Zeug verkaufen muss, bevor ich wieder alles mitnehmen kann. Stahlschwert. Bam. Jetzt habe ich zwei Schwerter. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Und das Wichtigste haben wir auch mitbekommen. Schön ordnen. Und beim nächsten Mal werde ich erstmal unnötiges, unwichtiges Zeug verkaufen. Das ist wohl sicher. Und mal eine Möglichkeit suchen, mein gelagertes Zeug aufzusuchen, denn der Wirt ist ja umgebracht worden, aber es gibt in jedem Kapitel quasi eine Truhe, ein Lagerraum, wo das Zeug lagert, was wir da reinpacken. Das kann man auch jedes Mal neu, von dort neu sammeln. Und ich find's witzig, das Geisteröl ist immer noch auf dem Stahlschwert drauf. Sehen wir nicht badass aus jetzt, ey? Endlich haben wir zwei Schwerter, beide Hexerschwerter zusammen. Stahl und Silber. Ach, schön. Und so wird es das nächste Mal weitergehen. Ausgerüstet mit beiden Schwertern werden wir die Straßen Visimas beschreiten und uns weiter an die Salamandra und die Spur, die an dieser Organisation hängt, hinterherjagen. Und das wird eine richtig schöne kleine Detektivstory werden in diesem zweiten Kapitel. Ich freue mich schon, wenn es wieder weitergeht bei Let's Play The Witcher, und ich freue mich über Kommentare, Daumen, und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, euer Chris.